Hallo Leute, nächster Part. Willkommen zurück zu Part Nummer 40. Schauen wir mal, was sich so tut. Gerade auch um unsere Person gibt es jetzt immer mehr Gerüchte, weil anscheinend auch andere Vereine an uns interessiert sind. Verstehe ich natürlich bei dieser tollen Arbeit, die wir leisten. Wir sind immerhin Letzter. Aber wir haben zwei Verträge verlängert, das ist ganz gut, denn in 2 Wochen geht die ganze Transferphase wieder los. Wir könnten theoretisch einen ablösefreien Spieler sogar verpflichten, weil wir ein bisschen Gehaltsbudget übrig haben. Werden wir sehen, ob sich da was tut. Natürlich müssten wir mal in erster Linie schauen, dass wir ein paar Spieler loswerden. Es sind noch einige auf der Transferliste, deren Verträge so und so im Sommer auslaufen. Vielleicht können wir da noch irgendwas machen, dass die jetzt schon gehen. Von mir aus auch ablösefrei. Aber ich glaube, wir kriegen das mit der Lizenz hin. Was wir uns noch anschauen sollten, wären die ausländischen Spieler in unserer Mannschaft. Ob wir da nicht irgendwie noch die Möglichkeit haben, Österreicher aufzustellen stattdessen. Das Problem ist natürlich, das sind zwei sehr wichtige Spieler. Schalke entlässt Breitenreiter. Da haben wir zwar nicht unbedingt Karten, aber es werden durchaus auch gehandelt. Nürnberg, das wär's, oder? Die Rückkehr. Das wäre irgendwie echt cool. Genau, das wollte ich eben schauen. Simic wäre zum einen ein Spieler, der für mich, ja, Stammspieler ist. Das Problem ist halt wirklich, dass ich den eigentlich brauchen würde. Aber er ist halt, was ist er? Aus Serbien. Derzeitige Fähigkeiten, ein für fast jeden Verein in der Regionalliga passabler Spieler. Das klingt ziemlich mies. Theoretisch könnte ich natürlich einen Reifelshammer dahin tun. Der ist aber wesentlich älter. Und ja, DM-Positionen. Ötl hätten wir da auch noch. Der ist aber auch aus Deutschland. Also wäre auch wieder ein Ausländerposten. Dementsprechend bekommen wir dann für den Spieler kein Geld. Bei Varusek ist sogar Österreicher. Puh, Glück gehabt. Sehr cool. Dann hätten wir noch Hankic. Der ist Bosnier. Gilt aber, glaube ich, durchs Alter. Irgendwas gab es mal bei euch in den Kommentaren, dass junge Spieler anscheinend zwar nicht für den Österreicher Topf gezählt werden, aber auch nicht negativ auffallen. Oder ich weiß nicht, dass man zumindest keine Nachteile hat. Wer auch immer diesen Kommentar gepostet hat, bitte nochmal posten. Auf jeden Fall. Jo. Finanziell haben wir das ganz gut hingekriegt. Ich würde interessieren, wie dieser Österreicher Topf in echt funktioniert. Vielleicht machen wir da mal eine Reportage auf Fußballwelt.at. Werde ich mir mal ein bisschen einlesen, weil das wirklich interessant wäre. Ich will den unzufriedenen Benjamin Kirchhoff. Nee, will ich nicht. Swansea entlässt Monk. Auch da sind wir im Gespräch. Jetzt hätten wir sogar noch Premier League. Alter Schwede. Das ist natürlich, weil ich die Erfahrung Nationaltrainer, nee, Nationalspieler angegeben habe. Dadurch haben wir einen wesentlich höheren Ruf als den der Austria Salzburg. Müssen wir überlegen, ob wir das wollen. Ich finde das Austria Salzburg-Projekt ja so spannend. Deswegen bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Eigentlich sollten wir es durchziehen. Aber gerade diesen Sprung zu schaffen, beziehungsweise mit einer Top-Mannschaft zu spielen, das habe ich im Football Manager, glaube ich, generell noch nie gemacht. Ich glaube, das Stärkste, was ich gesteuert habe, war in Nürnberg. Ich glaube fast. Ah, Kartnick wechselt zu Sturm, genau. Bewab zu Austria Salzburg, da haben wir ja getauscht. Ich kann mich schon wieder erinnern. Also da bekommen wir jetzt jemanden neuen dazu. KSC sind wir auch im Gespräch. Ich mag das ja so gerne in einer Karriere auch weiter zu wechseln, weil ich, das ist so interessant. Ich würde mir zum Beispiel Swansea City würde ich nie im Leben auswählen, wenn ich von Beginn an einfach selber so spielen würde. Aber wenn ich ein Angebot bekomme, ist das irgendwie eine ganz andere Situation. Da überlegst du es dann doch ernsthaft. Ich zumindest. Also ich bin da echt schon auf eure Meinungen gespannt. Bisschen werde ich heute noch aufnehmen. So.
Friesen-Bichler übernimmt beim LASK. Verträge möglicher Verstärkungen laufen aus. Da haben wir Ermann Bewab. Das ist der Bruder von dem Bewab, den wir gerade verpflichtet haben. Da könnten wir jetzt ein Vertragsangebot machen. Das Problem ist halt der Preis, sage ich mal gleich. 12.000 im Monat. Nein, danke. Michael Berger. Der Flanken ist halt ein bisschen schwach, das ist das Problem. Auch der wird natürlich... Oh! Der würde sogar gehen. 250.000 Freikaufsklausel von mir aus. Aber ich muss mit dem Gehalt ein bisschen runterkommen. Acht. Ich verhandle immer gerne und schaue mir dann danach die Spieler genauer an. Also er kann innen und rechts spielen. 25 Jahre ist ein relativ cooles Alter von der Erfahrung her. Oh, GRK. Nee, von der Erfahrung her ist es ganz cool. Wobei er jetzt nicht viel Bundesliga-Erfahrung hat. WRC 16 Spiele, Wiener Neustadt, das war wahrscheinlich ja zu der Zeit, war es auch noch Bundesliga 29 Spiele. Aber er ist generell, muss ich sagen, ein durch die Bank sehr starker Spieler. Also wenn wir den kriegen, gerne. Hier laufen jetzt noch andere Verträge aus. Da werden wir jetzt aber nichts mehr verlängern. Und bei den Mitarbeitern ist es genauso, aber da würde ich jetzt eigentlich auch nichts machen. Ich könnte jetzt theoretisch sogar das unten anhaken, dass die alle... Ah, Schlosser werden wir noch anbieten. 1200 ist das Minimum, da ist es... Das ist mal ein bisschen zu blöd. Passt. Okay. Ansonsten würde ich sagen, freier Transfer bei auslaufendem Vertrag. Das teilen wir jetzt allen mit. Vielleicht kriegen wir jetzt auch noch jemanden weg. Aber in erster Linie ist mal wichtig, da Gehalt einzusparen. Da haben wir noch Spieler, bei denen der Vertrag ausläuft. Einen Dejan Burger von Dellach, den haben wir uns mal angeschaut. Dessen Vertrag ist schon abgelaufen. Aber stürmermäßig bin ich mit Schindler relativ glücklich. Christoph Riegler wäre eine Idee, falls wir Hankic irgendwann abgeben. Aber das ja, scheint jetzt momentan nicht so der Fall zu sein. Messi, Spieler des Jahres. Die Elf des Jahres. Wo ist Öbster? So, 1. Jänner. Jetzt kommt mal Bewab und Katnik verlässt uns. Das ist schon mal sehr gut. Start der Transferphase. Jetzt gehen wir nochmal auf den Zeitplan. Da hätten wir noch eine Woche dazwischen, um noch ein Spiel unterzubringen. Theoretisch könnte man sogar die Woche davor machen. Aber ist egal. Spiel mal wieder auswärts. Probiere das jetzt einfach mal auswärts gegen. Ah, das sind alles Vereine in der gleichen Liga. Das ist nicht so interessant. Blau-Weiß Linz auswärts 2500. Das nehmen wir mal mit. Drei Freundschaftsspiele ist die Frage: Reicht uns das? Wir könnten da ein Turnier probieren. Aber. Irgendwie kommen da keine Einnahmen zustande. Ne, mir ist das zu viel, das passt dann schon. Haben zwar lange Pause gehabt, aber wir haben ja auch noch die Amateurmannschaft, wo wir dann theoretisch Spiele machen könnten, dass die unsere Ersatzspieler zur Spielpraxis kommen. So, und da haben wir jetzt Bewab, den werden wir gleich mal leidenschaftlich begrüßen. Und ich habe gerade gesehen, dass dein Angebot für Somen Joy gekommen ist. Okay, ein Vertrag, das heißt ab Sommer ein Angebot für Müller abgegeben, Dornbirn. Ich nehme das jetzt mal an, Max Müller verdient 1200 im Monat, also das wäre mal nicht so schlecht. Und dann schauen wir mal.
was sich so tut. 1. Jänner ist also, da haben wir noch mehr als genug Zeit. Ich würde euch normalerweise viel mehr einbeziehen, was neue Transfers angeht und das alles, aber da wir eh nicht wirklich Geld haben, habe ich das jetzt mal nicht gemacht. Jo, hier haben wir Michael Berger ab Sommer. Das ist perfekt. Auf den freue ich mich auf jeden Fall schon. Werden wir dann sehen, in welcher Funktion, auf welcher Position. Er gemeinsam mit Kral in der Innenverteidigung wäre natürlich auch richtig cool. Und da sind jetzt einige an Somen Choi dran. Ich könnte noch versuchen, ihn anzubieten, dass wir vielleicht jetzt noch eine minimale Ablöse mit ihm machen und gleich das Gehalt einsparen. Die andere Variante ist natürlich die, dass wir ihn jetzt noch für den Sommer oder bis zum Sommer noch nützen, wenn wir ihn so und so noch zahlen müssen. Dann werden wir ihn sicherlich auch mitspielen lassen. Würde ich persönlich mal sagen, mit der Qualität auf jeden Fall. Und da haben wir neue Admira-Spieler, die zur Leihe stehen. Ich kenne da jetzt leider niemanden. Hier hat man Markus Meier, der defensives Mittelfeld spielen könnte. Ich denke da jetzt gerade an die Position von eben Simic. Ich probiere das jetzt einfach mal. Gehalt 0 ist auch sehr cool. Der hat nicht wenig Marktwert. Ich hätte halt schon gerne eine Kaufoption. Okay, sie sind enttäuscht vom Angebot. Dann gehen wir darauf nicht ausgewählt und geben das Angebot einfach mal ab. Kostet uns eh nichts. Max Müller darf gerne gehen. Und wie ich schon angekündigt habe, Somen Choi bieten wir jetzt gleich mal an. Ich probiere es mal gratis. Da haben wir einige. Und das wäre anscheinend dann jetzt sofort. Holy shit. Verdient 16.000 im Monat. Also wenn wir den runterkriegen, da finanzieren wir uns eine gesamte Mannschaft, circa. Unser Angebot für Meier wurde akzeptiert, das ist richtig cool. Dann haben wir einen Österreicher mehr für unsere, für unseren Österreicher Topf. Das heißt dementsprechend vielleicht noch mehr Geld beim nächsten Mal. Auf das sind wir ja wirklich angewiesen. Nochmal Spieler, die zur Leihe stehen, aber jetzt lassen wir es dann mal. Schlosser unterschreibt einen neuen Vertrag. Und ich würde ihn gleich am liebsten verleihen. Und dann hätte ich noch für Meier. Liefering. Na, da haben wir eine Freude. Aber mir ist das jetzt egal. Ich freue mich über das Geld. Ich wollte eigentlich den einen Innenverteidiger aus der zweiten Mannschaft auch noch verlängern. Ich habe jetzt aber den Namen vergessen. Wisst ihr, wen ich meine? Wahrscheinlich nicht. Da war doch einer. Talentierter Innenverteidiger. Wo ich mir noch gedacht habe, den sollten wir uns vielleicht irgendwie vormerken. Das Vormerken hat auf jeden Fall gut funktioniert. Naja, so ist das. Kurz nochmal ins Training rein. Wir sind schon wieder am Trainieren. Sehr gut. Gehen mal auf Fitness ganz normal. Und dann machen wir die Offensive. Und die Taktik. Wir machen Fitness hoch und offensiv hoch und danach können wir die Taktik ein bisschen ruhiger machen, bevor wir dann zu den Spielen gehen. Markus Meier auf Leihbasis ausgezeichnet. So. Keine Angebote für Schlosser, das war eh fast klar. Ich bin gespannt, wie der sich macht. Schade natürlich, dass man solche Spiele nicht verpflichten kann. Man könnte ja mal schauen. Bisschen. Ah, Erkältung. Okay, die stecken sich gerade alle gegenseitig an. Ich will gar nicht wissen, was die machen. Bisschen Zeit haben wir noch. Vertragsstatus. Gehen wir auf auslaufend innerhalb der nächsten 6 Monate. Jetzt muss ich schauen, ob das geklappt hat. Gehen wir auf den Wert. Michael Tiber, Vertrag bis 30.06. Ja, das hat geklappt. Apropos, Michael Tiber. Na, wäre eigentlich auch kein schlechter Spieler. Braucht man jetzt aber unbe nicht unbedingt in diesem System.
Luca Tauschmann, das war ein Riesentalent bei Sturm für die Innenverteidigung. Aber verteidigungsmäßig sind wir jetzt schon ganz gut aufgestellt. Wir könnten uns theoretisch Martin Rodler, defensives Mittelfeld, hätte ich gerne jemanden. Der wäre von den Fähigkeiten ja sehr interessant, ist auch relativ groß mit 1,91. Das ist mir immer ganz wichtig, weil die defensive Mittelfeldposition ist eine Position, die gerade bei den, seht ihr das ja, bei den Abschlägen sehr wichtig ist, um hier dieses Kopfballduell zu gewinnen, damit der Ball dann gleich wieder zurückkommt. Ja, 100.000 hat der Marktwert, das ist mir natürlich ein bisschen too much, aber Stammspieler kann ich 1.200 bieten, Schlüsselspieler 1.900. Das heißt, wir warten jetzt mal ab. Ibsa haben wir da noch. Auch kein schlechter Spieler. Mattersburg. Philipp Hütter. Durchaus interessanter Außenverteidiger. Ehemaliger Sturmspieler. Lukas Kragl. Dean Maric. Ein bisschen muss ich schon lachen. Stefan Meyerhofer. Vertrag bei Rotherham. Den brauchen wir nicht unbedingt. Warten wir mal ab, ob wir Joy wegbekommen und dann schauen wir mal weiter. Joy bestätigt Wechsel zu Maccabi Tel Aviv, bitte sofort. Sehr gut. Kaufmann sprechen, sagen wir mal vorsichtig. Also, er ist jetzt aufgebracht, dass wir so einen Joy gehen haben lassen. Ich sage jetzt mal, er verdiente zu viel. Er hat es verstanden. Das ist gut. Dortmund schließt Lazaro Deal ab. Heftig. 1,5 Millionen nur. Und die Summe würde in Salzburg, glaube ich, nie gehen lassen. Auch wenn ihm bisher noch nicht so richtig der Knoten aufgegangen ist. So ein Riesentalent. Gut, Leute, genug gequatscht. Im nächsten Part machen wir dann die Transferphase noch fertig. Jo, wäre schön, wenn ihr einschaltet. Ciao.